Es gibt viele Gründe, warum 18 Morden eine fantastische Serie ist. Einer davon ist, weil der Hauptcharakter Björn als Anwalt ein wahnsinnig schlagfertiger Rhetoriker ist. Schauen wir uns doch mal an, warum das so ist. Viel Spaß mit der Analyse und viel kommunikativen Erfolg. Herr Riemel. Einmal Chicken Nuggets, bitte. Nee, ich mache hier die Bestellungen. In den ersten Sekunden ist schon so viel passiert. Die Ruhe. Und die Zeit, die er sich lässt, das Fenster runterzukurbeln. Dann mit einem freundlichen Gesicht ihn anzuschauen und zu sagen, einmal Chicken Nuggets bitte. Das ist die sogenannte Königstechnik. Also quasi diese innere Haltung von einem König zu haben, so im Sinne von, ne, bedien mich mal. Das ist extrem smart, wenn auch sehr frech hier angewendet, weil er quasi nicht darauf wartet, was der Polizist zu ihm sagt, sondern weil er proaktiv von sich aus den Frame sendet und setzt. Und tatsächlich, der Polizist geht auch darauf ein, indem er sagt, ja, ich mache hier die Bestellung. Auch wenn er sagt, ich mache hier die Bestellung, geht er trotzdem auf diesen Bestellungsframe von ihm ein. Und das ist tatsächlich einer der Top 10 Fehler der Schlagfertigkeit, in diese Falle reinzutappen. Aber wirklich gut gemacht. Aufsteigen, bitte. Allgemeine Verkehrskontrolle. Eine allgemeine Verkehrskontrolle können Sie nur im allgemeinen Verkehr durchführen. Da Sie auf der Rampe meiner Tiefgaragenauffahrt stehen, befinden wir uns auf einem Privatgelände. Das ist natürlich eine simple, aber effektive Technik, und zwar die sachliche Klarstellung. Sehr sinnvoll, wenn eine andere Person dich in eine Emotionalität zwingen möchte. Geh nicht darauf ein, sondern kontere Wir sachlich. können uns also viel Schreiberei wegen meiner Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sie sparen, wenn Sie mir einfach sagen, was Sie wollen. Jetzt geht er sogar in den Gegenangriff, in die Offensive. Oft ist die Offensive die beste Defensive. Gut. Haben Sie Dragan Sergovic gesehen? Ja, liegt hinten im Kofferraum. Eine gute Technik, ja, nicht zu lügen, sondern einfach die Wahrheit zu sagen, ist generell sehr hilfreich, und in dem Fall versteckt es sich in der Öffentlichkeit sogar am besten, ja. Da sind weniger mimische Signale, die auf eine Lüge schließen lassen, weil es halt einfach keine ist. Ach ja? Vorne war doch kein Platz mehr. Da sitzt meine Tochter. Und das ist auch smart, weil er sagt hier einfach was offensichtlich Wahres, dass die Tochter halt vorne sitzt. Das ist bewiesen, und damit wirkt das, was er sagt, ganz generell glaubwürdiger. Ja, aber der Kindersitz, der müsste sowieso hinten angebracht werden. Nein, es gibt keine Vorschrift, die mich dazu zwingt, Kinder auf der Rückbank zu sichern. Kindersitz. Wieder sachliche Kann Klarstellung. genauso gut vorne platziert werden, sofern der Beifahrer-Airbag keine Gefahr für das Kind darstellt, wie es zum Beispiel bei einer Babyschale der Fall wäre. Ist keine Babyschale. Wieder was offensichtlich Wahres sagen, was ihn auch etwas dumm darstellen lässt. Haben Sie Kinder? Und dann eine aktive Rückfrage, um wieder die Führung zu übernehmen. Wer fragt, der führt. Ich wollte eigentlich nur wissen. Wissen Sie, was ich alles will? Und jetzt kann er unterbrechen, weil er ist nicht auf seine Frage eingegangen, er unterbricht. Zeit allein mit meiner Tochter. Ruhe vor Polizisten, die unsere Gesetze nicht kennen, und einmal Chicken Nuggets Nachschlag. All das scheine ich hier offenbar nicht zu bekommen. Schönen Tag. Und dadurch, dass er jetzt wieder auf die Chicken Nuggets eingeht, den Anfang der Szene, schließt er quasi die Situation damit. So, das sind jetzt einige Sachen, die natürlich geskriptet sind und für uns unterhaltsam sind, aber auch in der Praxis so nicht immer funktionieren. Warum? Weil wir so nicht mit unseren Freunden, unserer Beziehung oder in der Familie oder mit Kolleginnen und Kollegen umgehen wollen. Da sollten wir aber wissen, wie wir diese Techniken zum Positiven verwenden können. Alle Techniken, die ich dir bisher genannt habe, und noch viel mehr, gibt es im Buch Meisterkurs Schlagfertigkeit. Haben meine Frau und ich zusammen geschrieben. Ein wirklich sehr tiefgehendes Praxisbuch, wo du sowohl 12 Techniken der Schlagfertigkeit mitbekommst, als auch die Top 10 Fehler der Schlagfertigkeit. Also wenn es dich interessiert, dann verlinke ich es dir unten in der Beschreibung, kannst du dir gerne ansehen. Sicher auch ein gutes Weihnachtsgeschenk, um da souverän und selbstsicher kommunizieren zu können. Und vielleicht noch zu dem, was bisher war. Kommen wir gleich zur nächsten Szene. Du kannst diese ganzen Techniken auch extrem zum Positiven verwenden. Und zwar nicht, um die andere Person blöd darstellen stehen zu lassen, sondern wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass hier viel Angriffe waren. Täter, Opfer, Retter, so dieses klassische Drama. Und wenn du das nicht möchtest, ja, dann kannst du diese Schlagfertigkeitstechnik nutzen, um vom Drama rauszukommen, um den Fokus wieder proaktiv
Frame-Kontrolle, Fragen und so weiter, auf etwas zu legen, was für beide wieder gut ist. Win-Win-Lösungen zu erzeugen. Das ist am Ende des Tages etwas, was gute, effektive Kommunikation ausmacht. Also die kannst die Techniken nutzen, sowohl um dich zu verteidigen, aber auch um proaktiv wieder etwas Positives durch eine kraftvolle und gleichzeitig aber auch liebevolle Kommunikation einzubringen. Frau Bregenz hat mich vor meiner Tochter angeblufft und ich habe zurückgeblufft. Von mir aus können wir uns gerne gegenseitig um Entschuldigung bitten und die Sache ist erledigt. Frau Bregenz. Andere Situation jetzt. Hier wird er wieder an der Sache beschuldigt und er nutzt die Technik des klassischen Reframings, die ist auch im Buch nochmal ausführlicher erklärt. Da wird quasi eine Situation in einen neuen Rahmen gesetzt. In dem Fall wurde gesagt, oh, das ist ja eine unglaubliche Beleidigung, die sie da gemacht haben. Und jetzt ist es so, ja, sie hat mich vor meiner Tochter angeblufft und ich habe halt zurückgeblufft. So, das ist so, setzt es ein bisschen in einen anderen Rahmen. Es hat sich für nichts zu entschuldigen, für gar nichts. Sie haben sie in einer Art und Weise beleidigt, die an sexuelle Diskriminierung grenzt. Aber jetzt ist immer noch er der Gegner, sage ich mal, in der Offensive. So etwas können wir in unserer Kanzlei nicht dulden. Herr Diemel, hier ist Gleichberechtigung. Danke für den Hinweis, Herr Erk. Herr Doc. Ruhe, Gelassenheit und eine gewisse Freundlichkeit, auch wenn natürlich etwas gespielt ist. Herr Erk. Und das mit der Gleichberechtigung, das sehen wie viele der Partnerinnen in der Kanzlei genauso? Es gibt in der Kanzlei keine weiblichen Partner. Also, ob er jetzt so darauf antworten würde, weiß ich natürlich nicht in der Realität, aber tatsächlich ist es extrem smart, eine Aussage nicht unbedingt als Aussage zu bringen, wie in dem Fall, ja, aber es gibt ja hier, ne, zum Thema Gleichberechtigung keine einzige weibliche Partnerin in der Kanzlei, sondern zu sagen, und wie viele der Partnerinnen in der Kanzlei sehen das genauso? Weil dann ist dieser Antwortreflex da und dann, genau, kann eher sowas passieren. Das kannst du, wie gesagt, zum Negativen nutzen oder zum Positiven, indem du proaktiv durch Fragen den Fokus auf Positives, auf Hilfreiches lenkst. Übrigens auch im Gespräch mit dir selbst. Ah, so viel zum Thema Gleichberechtigung. Was wollt ihr denn damit sagen? Dass man als Frau mit zwei Staatsexamina hier ganz offensichtlich keine Karriere machen kann. Also kommen Sie mir doch bitte nicht mit diesem Gleichberechtigungsblödsinn. Ich verbiete Ihnen einen sehr artigen... Interessant, ja. Die andere Person geht vor, geht damit in die Offensive und er geht auch vor mit in die Offensive, unterbricht ihn und ist etwas lauter und geht direkt da rein. Hier überhaupt nichts. Ich finde, das reicht jetzt mit dem Aussprechen. Ich sag Ihnen mal was. Dieser Offensive. Mandant Ihrer Kanzlei hat gerade einen kompletten Parkplatz mit Blut und Kindertränen beschmiert und das ist für Sie weniger wichtig als die emotionale Befindlichkeit einer Sekretärin? Das ist die sogenannte Zoom-Out-Technik, also anstatt die einzelne Situation zu beleuchten, schauen wir uns den Gesamtzusammenhang an und dann können die gleichen Thematiken etwas anders wirken, ja, im Zusammenhang, im Kontext. Mit dem Dreck dieses Typen verdienen wir hier alle unser Geld. So dreht man einen Spieß achtsam um. Genau, und spannenderweise auch, er sagt nicht, damit verdienen Sie nur Ihr Geld, sondern am Anfang, damit verdienen wir alle unser Geld, also noch sieht er sich auch als Teil der Gemeinschaft. Wenn Sie damit Probleme haben, können Sie gerne gehen. Vielleicht hat Herr Sergovic ja damit Probleme, wenn ich gehe. So spitzt man den Spieß an. So. Tatsächlich, dazu kommt diese emotionale Ladung, die er damit einschiebt. Ihre Mandanten kommen ja noch. Mein Mandant? Ich bin doch hier noch nicht mal Partner. Sie verdienen Ihr Geld mit der Geldwäsche für diesen Psychopathen. Und jetzt ist die Trennung da. Sie verdienen Geld damit. In dem Fall ich nicht, ja. Tut er in gewisser Weise natürlich schon, hat er auch gerade gesagt. Wenn die Zeitungen von all den Steuersparmodellen für Drogen- und Prostitutionseinnahmen wüssten, dann wäre die verstaubte Kanzleimatratze ihr geringstes Problem. Tatsächlich, durch das, was er am Anfang gesagt hat, dieses Steuersparmodellen, Prostitution und so weiter, das ist das sogenannte Fokusmanagement durch Drama. Also anstatt das eine Drama der Beleidigung zu fokussieren, lenkt er den Fokus auf ein anderes Drama. Und zwar die unmoralischen Handlungen, die halt hier von der Kanzlei auch gedeckt werden. Und das ist dahingehend spannend, weil das etwas ist, was du generell in deinem, ja, in deinem Umfeld und auch in deinem Alltag immer wieder beachten solltest. Ich habe jetzt gerade auch ein Video zu der aktuellen politischen Situation gemacht und da wird das leider auch genutzt. Ja? Da wird der Fokus durch ein Drama auf etwas gelenkt und dann sieht man dabei eine andere Thematik,
die eigentlich auch da ist, nicht. Und das solltest du einfach wissen, weil ein Leben mit viel Drama lebt sich einfach nicht so gut. Wenn du also lernen willst, wie du weniger Drama für dich hast, psychologisch gesehen, als auch kommunikativ kraftvollere, liebevollere Beziehungen aufbauen kannst durch eine effektive Kommunikation, dann abonniere auch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um da bei kommenden Videos auch mit dabei zu sein. Sie haben Schweigepflicht. Ich ja. Ihr Mandant nicht. Sie wollen uns drohen? Nein, natürlich nicht. Aber ich sag mal, wenn Herr Sergovic im Knast irgendwann mal das Gefühl haben sollte, dass man seinen Anwalt von der Arbeit abgehalten hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er Ihnen das übel nimmt. Ja. Ich meine, wir alle wissen, dass Herr Sergovic Kritik gerne unkonventionell zum Ausdruck bringt. Und das ist natürlich diese emotionale Ladung, die wir gerade hatten, nochmal sehr stark intensiviert. Und zwar dadurch, dass er Implikationen bildet. Ne? Er bildet dieses Bild in unserem Kopf, ja, metaphorische Sprache, ne? Wenn Sergovic im Knast ist und er dann wütend sein sollte. Und hier dann dieses Bild auch noch durch die Zeitung zu zeigen. Das sind tatsächlich sehr starke Metaphern, die er verwendet. Auch hier wieder, das kannst du zum Negativen nutzen und das kannst du auch zum Positiven, zum Konstruktiven nutzen, indem du schaust, wie du kraftvolle Metaphern nutzt, um etwas Sinnvolles, etwas Tragendes in deinem eigenen Leben und auch in der Kommunikation mit anderen zu etablieren. Wenn du lernen möchtest, wie du selbst schlagfertiger und besser kommunizieren kannst, dann, wie gesagt, Meisterkurs Schlagfertigkeit verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Wünsche dir noch einen schönen Tag, alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg.